Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Heute schauen wir uns den großen Abschlussreport für 2021 an, also die letzten beiden Monate des Jahres, die gemachten Fortschritte und bekommen gleichzeitig auch noch einen netten Ausblick auf neue Raumschiffe und neue Features für 2022. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert, und wir starten mit der KI und den NPCs. Derzeit testen die Entwickler etwa 50 nutzbare Funktionen und 20 KI-Verhaltensweisen, mit denen wir Spieler interagieren können. In der Regel gibt es zwischen 3 und 6 Möglichkeiten, aus denen sich NPC-Charaktere eine Aktion einleiten können, und ebenso viele, aus denen sie wieder diese verlassen können, wobei jede eine andere Animation abspielt. Demnächst sind dann fortgeschrittenere Funktionstests für die komplizierteren Verhaltensweisen geplant, zum Beispiel für den Barkeeper, den Ingenieur und den Wachmann. Der Barkeeper und die Gäste wurden für Alpha 3.16 weiter verbessert, mehr Getränkeoptionen hinzugefügt und animiert. Insgesamt gibt es nun 10 verschiedene Animationen, darunter Strecken, Glasreinigen, Regalordnung und so weiter, sodass der Barkeeper, auch wenn keine Gäste da sind, irgendwas arbeitet und irgendwie animiert ist. CRG hat darüber hinaus mit der Implementierung der Animationen von Automaten und Arcade-Maschinen begonnen, sowie Coffeeshop-Usables fertiggestellt. Gut möglich also, dass auch bald die Essens- und Getränke und auch die Spielautomaten in Raumstationen oder auch auf der Javelin funktionieren werden, das wäre doch ziemlich cool. Auch die Arbeiten an der KI-Planetennavigation wurden abgeschlossen, sodass in einem zukünftigen Patch NPCs neue Wegfindungs- und Verhaltensupdates bekommen und sich besser auf Himmelskörpern verhalten, auch im FPS-Bereich. Zusätzlich wird an der Waffensteuerung von Schiffs-KI sowie Raketentürmen und deren Genauigkeit gearbeitet, sowie auch eine neue Technologie zur Kollisionsvermeidung für den Einsatz in engen Bereichen und Räumen hinzugefügt. NPCs sollten dann damit in der Lage sein, Wagen zu schieben und zu ziehen, um in Zukunft Objekte zu bewegen, Pfaden zu folgen und auch Gegenstände zu finden. Das ist sicher eine wichtige Technik für die geplanten KI-Features zur Frachtbeladung und auch das gesamte Deck-Gameplay an Bord von Raumstationen oder von großen Schiffen. Summa summarum kann man sagen, die KI wird immer komplexer, oder zumindest versucht man sie immer komplexer zu machen. Der Plan am Ende des ganzen Prozesses, der irgendwann mal in Zukunft steht, ist, dass man im besten Falle NPC und Spieler kaum noch auseinanderhalten kann und wirklich genau hingucken muss, ist das jetzt ein Spieler oder nicht. Aber da werden wir mal sehen, wie sie damit weiter vorankommen. Erstmal geht's hier weiter mit Art und Animation. Die Entwickler haben sich der Waffenauswahl und Abwahl gewidmet, also das Holstern, die Hockbewegung der Spielercharaktere verbessert, sowie Leerlaufanimationen und Betrunkenheitsanimationen erweitert. Für NPCs wird weiter am Set für das Kauern, Kapitulieren sowie Kantinen und Shop-Patrons gearbeitet. Es wurden Aufgaben für Verkäufer, Barkeeper und Multitool-Einsätze, Sicherheitssperren und Anweisungen für Spieler verteilt. NPCs können also zukünftig auf illegales Übertreten, Vandalismus und Zerstörung und so weiter reagieren, sowie auch medizinisch auf andere Spieler oder NPCs. Wir hatten das im Squadron 42 News schon kurz einmal angesprochen. Da geht es darum, dass also eine KI erkennt, da liegt jemand am Boden, sich das genauer anschaut, versucht herauszufinden, was ist passiert, und gegebenenfalls den Körper wiederbelebt und dann mit dem zusammen quasi auf Suche des Feindes geht. Auch das visuelle Update der DNA-Kopf-Archetypen, welches für 3.17 auf dem Plan steht, wurde tatsächlich abgeschlossen. So, als nächstes kommen wir zu den Fortschritten an Raumschiffen, die für dieses Jahr geplant sind oder zumindest sehr, sehr wahrscheinlich kommen werden. So dürfen wir uns freuen, dass die Misk Hull A gut vorangekommen ist und sich der größte Teil des Innenraums in der finalen Artphase befindet. Auch das Fahrwerk und der Mechanismus zum Ausfahren der Ladung hinten wurde fertiggestellt. Auch die Misk Hull C steht in der Greybox, es wurden Arbeiten am Hard Surface Shader, der Schiffsalterung und an Materialien vorgenommen, sowie Bedienfelder im gesamten Schiff hinzugefügt. Das ist ein interessanter Punkt, denn eigentlich laut einem früheren Post ist die Hull C ja angeblich schon fertig gewesen und konnte nur wegen der fehlenden Frachtmechanik noch nicht implementiert werden. Hier reden sie jetzt wieder von der Greybox-Phase, also irgendwas ist da in der Kommunikation nicht so ganz richtig gelaufen. Gut, egal. Die RSI Scorpius durchlief im November bereits die Whitebox-Phase, sodass im Dezember die Greybox-Arbeiten begannen. Der größte Teil des Exterieurs konnte bis Ende 2021 fertiggestellt werden, einschließlich der Tragflächen, Triebwerke, das Fahrwerk und das Cockpit.
Auch ein noch bisher unbekanntes Vehikel durchlief die Whitebox-Phase und wird daher sicher bald angekündigt. Währenddessen ging es auch mit der Bahn um Merchantman in der Greybox weiter, wo wir aber zum aktuellen Stand noch keine genaueren Infos haben. Und auch bei der Drake Corsair geht's voran, bei welcher nun die Grafiken für Cockpit und Kantine fertiggestellt wurden. Ich vermute mal, dass all diese Schiffe in diesem Jahr noch kommen werden, auch die Bahn um Merchantman, zumindest wäre sie ein sehr, sehr heißer Kandidat für das Anniversary-Event im November. Die anderen Schiffe sind ja alle irgendwo auf der Roadmap schon drauf und ich bin mir sicher, die Corsair, die folgt noch. Ja, machen wir mal einen kleinen Schwenk zum Thema Technik, aber nicht zu lang, keine Sorge. Wir schauen uns nur mal die groben Verbesserungen und Updates bezüglich der Engine und der Performance an. Hier gibt es die gleichen Neuigkeiten wie aus dem Squadron 42 News Video, welches ich euch unten im angepinnten Kommentar nochmal verlinke, schaut da also auch gerne mal rein. Im Großen und Ganzen wurden Physikgitter verbessert und verschlankt, was die Performance steigern soll, sowie am Gen 12 Renderer und an der Vulcan-Implementierung weitergearbeitet. Das ist ja ein Long-Term-Plan quasi, mal gucken, wie weit sich dieses Jahr mit vorankommen. Ich schätze mal, Gen 12 wird dieses Jahr auf jeden Fall noch richtig fertig werden. Es gab diverse Updates für das Rendering von Atmosphären und Wolken sowie Schatten und Reprojektionen. Am Code wurden einige Bereinigungen durchgeführt, also alte, nicht mehr benötigte Dinge entfernt, was die Arbeiten in Zukunft erleichtert und auch Fehlern vorbeugt. Außerdem können Physikereignisse, die abgelaufen sind, nun schneller wieder gelöscht werden, also rausgestreamt werden, was die Performance steigert und für eine geringere Systemauslastung sorgen sollte. So, und damit kommen wir auch zum wirklich großen Part, nämlich dem Gameplay und den neuen Raumschiff-Features. Hier ist es so, dass sich der größte Teil der Entwickler auf die Bereinigungen der Alpha 3.15 konzentriert hat, Bugs behob und Features polischte. Es wurden Funktionen hinzugefügt, beispielsweise beim Inventar, sowie Interaktionsverbesserungen und so weiter in der Alpha 3.16, das haben wir ja auch schon erlebt und sehen wir auch aktuell in 3.16.1. Damit ist es ihnen gelungen, den aktuellen Patch sehr robust und quasi abstoßresistent zu machen und eine bisher nie dagewesene Spielbarkeit hinzubekommen, zumindest für eine Alpha. Ich weiß, es läuft nicht bei jedem perfekt, aber verglichen mit jedem anderen Patch, den es jemals vorher gab, ist dies hier der beste, also der am besten spielbare Patch ever. Ende November konzentrierten sich die Entwickler auf das Salvaging, wobei der Schwerpunkt auf dem technischen und visuellen Aspekt lag. Material aus dem Objekt also raus zu entnehmen und sicherzustellen, dass der Zustand von diesen Objekten zuverlässig in der Spielwelt gespeichert und wiederhergestellt werden kann. Also, wir reden hier von Persistenz. Auch am Hacking wurde weiter gearbeitet, welches als Minispiel implementiert werden soll. Es gab mehrere Iterationen mit solchen 2D-Prototypen, die weiterentwickelt wurden, um auch bestehende Systeme wie das Scanning zu nutzen. Aktuell ist es so geplant, dass wir in einer grafischen Oberfläche verschiedene Skripte ausführen, verschiedene Optionen haben, das Ganze so ein bisschen zu hacken und anzugreifen, also so ein bisschen programmgesteuert zu arbeiten. Wir werden aber verschiedene andere Eingabebefehle auch noch auswählen können. Zum Thema Verkauf von Items kann man sagen, dass hier laut CRG erhebliche Fortschritte erzielt wurden und sich die Kiosk-Benutzeroberfläche der Fertigstellung nähert, sowie auch das Backend für das ganze Verkaufssystem. Also gut möglich, dass das tatsächlich in 3.17 endlich ins Spiel kommt. Das heißt, wir können dann also Waffen, Rüstungen und vielleicht sogar Fahrzeuge und Raumschiffe im Spiel für Ingame-Geld verkaufen. Auch die große Frachtüberarbeitung ist im Gange, sie wollen ja alles physikalisieren, allerdings müssen sie hier einige Unterbrechungen hinnehmen, da wie gesagt viele Entwickler mit der Bereinigung von Alpha 3.15 einfach benötigt wurden. Andererseits ist das Feature ohnehin erst für den Sommer geplant, also es ist noch ausreichend Zeit. Es geht im Endeffekt darum, dass die ganzen Frachtkisten voll physikalisch im Spiel drin sind, also auch manuell ins Schiff geladen werden und auch entladen werden, dass Piraten Frachten klauen können und. Bezüglich Fahrzeuge wurde bis Ende des Jahres 2021 das Hover-System überarbeitet, was nun deutlich besser funktioniert und viel, viel besser vor allem ist als vorher. Im Dezember konzentrierten sich dann Entwicklerteams auf die Sperrzonen und Transitnetze, also Züge, Space-Taxis und so weiter, um zukünftig deutlich solidere und stabilere Übergänge und Bewegungen von diesen zu erzeugen und wahrscheinlich auch das Türenproblem ein bisschen zu lösen, sowie auch die Sperrzonen entsprechend ein bisschen sanfter zu glätten. Der letzte große Schwerpunkt lag auf den Sprungpunkten, die wir dann für Pyro brauchen, die gut vorangekommen sind. Derzeit wird an abnormalen Ausgängen gearbeitet, also Situationen, in denen wir Spieler einen Sprungpunkt vorzeitig verlassen bzw. auf unübliche Weise austreten. Zum Beispiel, wenn wir ja während des Sprungs aus dem Schiff fallen oder der Antrieb ausfällt oder sich der Sprungpunkt aus irgendeinem anderen Grund einfach schließt. Hier geht es vor allem um Konsistenz, da natürlich bei diesem neuen Feature ansonsten eine Menge Fehler auftreten und das will man natürlich im Vorfeld möglichst vermeiden.
Weiter geht's mit der Grafik. Die entsprechenden Teams haben umfangreiche Arbeiten an Shadern und Materialien durchgeführt, wobei ein Schwerpunkt auf der volumetrischen Wasserbeleuchtung lag. Auch der Haarshader wurde verbessert. Generell, Shader-Konvertierungen von alten DirectX 9-Stil wurden abgeschlossen und entfernt, was zukünftige Nacharbeiten überflüssig machen sollte und dadurch Zeit und Aufwand spart. Auch an der Feuergefahr wurde gearbeitet, um zukünftig Brände und Hitze als Game-Mechanik auch optisch gut darstellen zu können, sowie auch den Feuerlöschern. Später soll es ja keine Gesundheitspunkte mehr geben bei Raumschiffen, sondern nur noch Materialien, Panzerungen und allgemein Komponenten. Je nachdem, wie und wo wir getroffen werden, reagiert dann das Schiff entsprechend anders und es soll auch ein umfangreiches Schadensmodell geben, was dann eben auch diese ausbrechenden Feuer mit simuliert, die wir dann löschen oder wenigstens eindämmen müssen, um das Schiff zu retten und nicht zu ersticken. Zu diesem Thema mache ich nochmal ein eigenes Let's Talk in Bälde. Ich sage euch nochmal Bescheid, da müssen wir noch ein bisschen drüber reden, wie das ganze Schadensmodell in Star Citizen nicht nur von Schiffen, sondern auch von Charakteren in Zukunft funktionieren soll. Gut, es wurden darüber hinaus noch Aktualisierungen bei Partikeln vorgenommen, Fehlerkorrekturen für blinkende und schwarze Objekte sowie Leistungsverbesserungen für Material-Glow-Effekte und Gaswolkenzonen. Das Beleuchtungsteam schloss den Support für die IAE ab, die dann in diesem Jahr und vielleicht ja auch schon jetzt zu Invictus im Mai einen neuen, interessanten und frischen Beleuchtungsstil für große Hallen bieten soll. Gleichzeitig konnten auch bei mehreren älteren Raumschiffen diverse Beleuchtungen verbessert werden und feingeschliffen. Im Dezember arbeitete das Grafikteam noch an den Raumstationen des Pyrosystems, wobei es sich dieses Mal mit der Entwicklung des Aussehens und visuellen Benchmarks beschäftigte. Und das bringt uns auch zu Story und Assets im Allgemeinen. Das Story-Team hat sich mit den Missionsfeatures beschäftigt und mit der Arbeit an zusätzlichen Missionsinhalten zu beginnen und festzulegen, welche Art von Texten jeweils benötigt wird, sowie auch an neuen dynamischen Events mitgewirkt. Zusammen mit dem Charakter-A-Team wurde auch an neuer kommender Kleidung im Frontier-Stil gearbeitet, die vor allem an den Rändern der Gesellschaft zu finden sein wird, also auf weniger gastfreundlichen Planeten oder in Gebieten ohne viel Handel und Zivilisation. Es wurden Namen und Beschreibungen für diverse Gegenstände und Komponenten erstellt, sowie an weiteren fiktiven Elementen des Universums gearbeitet, was auch immer das im Detail dann heißt. Für das Pyro-System auf jeden Fall wurde an den neuen Müll-Assets entwickelt, die modular sind und für die improvisierten Marktschalter, Heizungs- und Beleuchtungssysteme benötigt werden, sowie für Generatoren und für Schränke und andere Dinge auf diesen ja klapprigen alten Raumstationen. Außerdem konnten auch erste Whitebox-Arbeiten für die kommenden verschließbaren Frachtkisten durchgeführt werden, die dann entsprechend mit dem Frachtrefactor im Sommer geplant sind. Last but not least gibt es auch noch Infos zu den systemischen Tools sowie zum User Interface. So werden jetzt mit dem ersten Quartal bestehende Werkzeuge um neue Funktionen erweitert, die das Shop-System grundlegend überarbeiten und dann eben auch das Verkaufen ermöglichen. Laut CRG wird dieser Inhalt in Kürze veröffentlicht, also wie gesagt mit 3.17. Bezüglich der Star Map konnten weitere Fortschritte erzielt werden, sodass wir dann mit den neuen Steuerelementen und weiteren Funktionen auf der Star Map deutlich besser navigieren können und hoffentlich auch generell ein allgemeines Rework bekommen, so wie es sich ja auch angehört hat auf der Roadmap. Wir schauen mal, ob das mit 3.17 auch schon kommt. Vielleicht bringen sie ja wirklich diese Arc Star Map von der Website, zu großen Teilen jedenfalls, ins Spiel rein. Das wäre wirklich großartig. Auch ein neuer Editor für Building Blocks wurde entwickelt, der die Arbeiten in Zukunft effizienter und vor allem entwicklerfreundlicher machen soll. Das ist wichtig, da wir immer noch Dutzende UIs und Anzeigen haben, die auf der Basis von 3.0, also auf Flash, laufen. Und das ist halt super unperformant und ist extrem schwer weiterzuentwickeln. Deswegen hat das hier noch jede Menge Kram vor. Leider haben sie hier überhaupt nichts zum Thema Quantum gesagt, also diese große Wirtschafts- und NPC-Simulation, da halten sie sich komplett bedeckt, obwohl Tony Zurovec gesagt hat, Quantum kommt mit Alpha 3.16, also quasi zum Ende des Jahres 2021. Schade, ich finde, sie hätten diesen Monatsreport auf jeden Fall nutzen müssen, um hier ganz klar was zum Thema Quantum zu sagen. Immerhin warten wir jetzt schon eine ganze Weile darauf, seit der CitizenCon 2019, wo das Ganze angekündigt wurde, nämlich schon, und da sind sie uns auf jeden Fall meiner Ansicht nach eine Antwort schuldig. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es ein solider Monatsbericht und macht mich doch ganz positiv gestimmt auch für Zukunft, oder? Was meint ihr dazu? Wir haben jetzt am kommenden Mittwoch
das große erste Roadmap-Update für das Jahr 2022 und das dürfte sicher für uns alle erhellend sein. Vielleicht kommt da was zu Quantum auf der Roadmap, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wie gesagt, meiner Meinung nach hat CRG jetzt mit Alpha 3.16 oder Alpha 3.16.1 eine wirklich solide Basis geschaffen, auf der sie die neuen Features, die jetzt in diesem Jahr kommen und auch geplant sind, gut aufbauen können. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare und wir sehen uns dann heute Abend um 19 Uhr auf Twitch mit natürlich der Alpha 3.16.1 und noch diversen Experimenten mit dem Hoverquad, was noch offen ist und noch ein paar andere Dinge. Ich habe einige coole Sachen geplant, also kommt dann gerne mit rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?